Das Team des Lohnunternehmens Strobel Agrar aus München rund um den Geschäftsführer Dominik Strobel haben wir in den letzten 2 Jahren immer wieder mit der Kamera begleitet. Wir haben uns den Bausektor, verschiedene Ernteeinsätze im Stroh, Gras und Mais, die Transportfahrzeuge und den Winterdienst beim Lohnbetrieb angesehen. In Teil 5 unserer Kurzfilmreihe geben wir euch ein Update zur Gülletechnik. Denn hier wurde das Dienstleistungsangebot um ein weiteres Ausbringverfahren erweitert. Strobel Agrar bietet seinen Kunden 3 Varianten der Gülleausbringung. Das gezogene Fass, den Selbstfahrer und ganz neu die überaus leistungsfähige Verschlauchungsanlage. In einem Umkreis von 100 Kilometern bietet nur noch ein weiterer Wettbewerber diese Technik. Bei diesem Auftrag nahe Fürstenfeldbruck westlich von München sind gleich 7 Mitarbeiter von Strobel Agrar für einen großen Ackerbaubetrieb mit 5 Traktoren und 3 Agrarlastwagen sowie dem Unimog im Einsatz. Am Feldrand wird zunächst der Pumpencontainer aufgebaut und die Zubringerleitung von Mitarbeiter Michele zu dem vom Container am weitesten entfernten Punkt abgerollt. 30 Hektar groß ist diese Fläche. Die 1,5 Kilometer Schlauchleitung ist dafür gerade noch ausreichend. Unterdessen ist der 30 Kubikmeter Feldrandcontainer so gut wie einsatzbereit. Es handelt sich dabei in weiten Teilen um einen Eigenbau bzw. die Kombination verschiedener ausgesuchter Komponenten. Unter anderem die Lenkachse, das Fahrwerk und der Ansaugarm sind in Kooperation mit dem Lohnunternehmen Gruber entstanden, mit dem auch sonst bei vielen Aufträgen eng zusammengearbeitet wird. Der Container verfügt über einen eigenen Motor mit 230 PS. In kürzester Zeit sind die Zubringfahrzeuge entleert und wieder auf der Straße. Der Ausbringtraktor auf dem Feld wird kontinuierlich mit Gülle versorgt. Michele kann, während sein Kollege Florian dieses Feld bearbeitet, mit dem 700er Fendt- und Schlauchtrommel bereits die Zubringerleitung auf der als nächstes folgenden Fläche auslegen. Das reduziert die Rüstzeiten enorm. Florian lenkt heute den Ausbringtraktor, einen Fendt 720 Vario. Das Bomech-Schleppschuhgestänge hat eine Arbeitsbreite von 15 Metern. Der Traktor ist ausgerüstet mit einer bodenschonenden 900er Bereifung sowie einer Reifendruckregelanlage. Auf dem Tablet sind die Details zum heutigen Auftrag hinterlegt. Alle Fahrzeuge sind zudem live im Kartenmodul dargestellt, was die Navigation und Kommunikation der Crew erleichtert. Bislang noch nicht vor unseren Kameras war der 510 PS starke Mercedes-Benz Arox. 2018 neu angeschafft, ist es mittlerweile die 3. Zugmaschine dieses Typs in der Flotte von Strobel Agrar. Das Fahrzeug läuft in der Gülle-Logistik in der Regel auf Langstrecke. Am Gülle-Lager ist der Favorit 926 Vario vor dem Mixer eingesetzt und der neue 209 Vario an der Befüllstation. Erstmals vor unseren Kameras ist der 2018 gebraucht gekaufte Unimog U300, welcher den in die Jahre gekommenen U1600 abgelöst hat. Der Auf- und Abbau der Verschlauchungsanlage wird meist als großes Manko gegenüber anderen Ausbringtechniken angeführt. Bei größeren Schlägen sind Ausbringleistungen mit durchschnittlich 1000 Kubikmetern pro Tag, aber auch mit dem Gülle-Selbstfahrer nur schwer zu toppen. Zudem ist Florian mit seinem 700er im Frühjahr deutlich eher auf dem Feld, als es anderen Ausbringfahrzeugen wegen der Witterung möglich wäre. Bei diesem Kunden kommt die Verschlauchungsanlage das erste Mal zum Einsatz. Interessanterweise wurde auf diesem Feld zuvor in den letzten Jahren noch nie Gülle ausgebracht, denn diese Region ist vor allem ackerbaulich geprägt und die Gülleausbringung auf konventionelle Weise bei den weiten Entfernungen uninteressant.
Eine Lösung bietet die Nährstoffbörse, welche Dominik Strobel aufgebaut hat. Diese funktioniert so, dass Strobel Agrar aus einem Gebiet mit einer höheren Dichte viehhaltender Betriebe die Gülle in eine Gegend wie hier nach Fürstenfeldbruck transportiert und in der Nähe der Kunden lagert. Sobald der Wirtschaftsdünger dann auf dem Feld gebraucht wird, kann bei kurzen Strecken effizient ausgebracht werden. Mehr als eine Saison hat es gebraucht, bis die Gülleverschlauchung so einwandfrei funktioniert wie an diesem Drehtag. Immer wieder wurden Problemchen abgestellt und die Maschinen optimiert. Das gesamte Investment umfasst stolze 600.000 Euro netto. Wie bei den meisten anderen Tätigkeiten in einem gut funktionierenden Lohnunternehmen braucht es aber vor allem eins: gute und motivierte Mitarbeiter. Freut euch jetzt schon auf Teil 6 der Kurzfilmreihe zu Strobel Agrar, denn hier geht es wieder auf die Baustelle. Der Fuhrpark ist in diesem Segment deutlich gewachsen. Investiert wurde erst kürzlich zum Beispiel in diesen Caterpillar 966M und in einen neuen Mobilbagger. Ende September 2019 wurde des Weiteren ein neuer Arox in Betrieb genommen, der vor allem beim Schüttguttransport unterstützen soll. Besucht die Internet- und Facebook-Seite von Strobel Agrar und informiert euch über aktuelle Stellenangebote oder bewerbt euch direkt. Damit ihr die Fortsetzung der Filmreihe nicht verpasst, abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal.